heute ist kein guter Tag. Irgendwie. Ich habe mir einfach einen Zettel genommen und einen Stift und habe versucht, mir die Dinge so durch von der Seele zu schreiben. Ja, war sehr emotional. Wie geht's? Voll Gefühlschaos wegen allem. Gibt es irgendwas, was ich wissen muss? Nee, eigentlich nicht. Das ist eigentlich. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Oder was mit euch in den Kopf geht. Irgendwie sind das so tausend Gedanken. Auch so einfach das, dass wir hier mit so vielen sind. Und um eine Person, weißt du, kämpfen irgendwie und oh und bla. Und ich will auch nicht verletzt werden. Weißt du? Du sprichst mir gerade aus der Seele. Mir gehen diese Gedanken die ganze Zeit durch den Kopf. Und dann stelle ich mir die Frage, bin ich das wirklich? Ja, genau. Was mache ich dann hier? Das ist doch nicht mein Umfeld. Und auch die Stimmung ist auch einfach voll nicht mehr das, was es war. Weißt du, ich vermisse auch irgendwie so meine Freunde, mit denen ich einfach über Gefühle reden kann, über die Situation. Genau. Und weißt du, wenn es nur eine Umarmung ist oder irgendwas, das ist einfach so schlimm. Hm. Mit dem Kirill schlafe ich ja auch in einem Bett. Der gibt mir da so Kraft irgendwie, also zu das Gefühl, dass da halt jemand ist. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Lustig, dass wir gleich. Ja, deswegen schlafen wir auch zusammen. Weil ich das fühle. Er vertraut mir, ich vertraue ihm. Und da haben wir uns auch gegenseitig aufgebaut. Fand ich wirklich sehr schön. Genau, für solche Momente wirklich zählt das am meisten. Oh Mann. Dich kann man nicht hassen, wirklich. Das geht nicht. Dich kann man nur lieben, wirklich. Danke. Oh Mann. Wenn du magst, lass dich weiter alleine weiter. Ja, ich schreibe mal ein bisschen. Dankeschön. Er ist mir auch super nah ans Herz gewachsen, der Kirill, und ich habe den echt richtig lieb.